Boah. Davon hatte ich ja gar nichts, ne? Auch Abstand. Mhm. Guck mal, wie viele das sind. Siehst du, was ich sehe? Das ist enorm. Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Ja, die können doch fliegen. Ich kann sie vorher explodieren. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Sogar unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Der fragt. Na, toll. Ich mach's. Na, wow, ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick. Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Hm. Machst du schon. Ja, klar. Jetzt verkacken geht ja nicht. Ich vertraue dir da mal. Aha. Bist du dir sicher, dass du mir das Leben anvertrauen willst? Ich wäre mir da nicht so sicher. Also ich würde dir schon mein Leben anvertrauen. Ich mir nicht. Ich stolper doch bestimmt oder so ein Shit. So was ganz Blödes einfach. Das geht nicht schneller. Ja, hinter dir ist einer. Ja, ich kann nichts tun. Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Meine Nase juckt. Der Boy. Gar nicht gut. Ich blute und damit locke ich die zu mir. Um mich herum fliegen ein paar Monsterlies. Ach, die scheinen friedlich zu sein. Mhm.
Ja, ich sehe da jemanden rumlaufen. Ich muss mich bestimmt opfern am Ende. Ist das krass. Mhm. Langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Nick. Komm zurück. Ich glaube nicht, dass ich das überlebt hätte, ehrlich gesagt. Ja, wenn du weitergegangen wärst, wäre die Ding eingetreten vorne. Der viel gebracht. Irgendwie nicht so, ne? Ich meine, gut, jetzt explodiert halt alles nacheinander, ne? Aber. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon! Hörst du mich? Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe. Sympathie. Ich hab alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Aru. War der Kurator bei mir. Echt? Mhm. Attacke, Salim. Ja, das Steuerkreuz geht immer nicht so schnell. Ah, fuck. Ich hab mein Magazin verlassen. Hilfe! So unfair, dass das mal links, mal rechts ist, ne? Ja, ja. Das war ganz am Anfang passiert. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Das kam mir in der Vorahnung vor. Wer sich freut. Ich mag nicht nur meinen Rohr, ich mag auch mein Feuerzeug. Ja, wieso hat der einen Zauberstab? Ich weiß nicht. Ich glaube. Ich hab dich. Awesome. Die Frage ist, ob uns das Ding schneller gut da oben hat. Dorsch mag sein Rohr. Hallo René.
Hoch! Semper Fi haben wir gerade freigeschaltet. Wieder heil hochkommen? Die paar Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Uwa. Ura. Ura. Es ist schon sehr, sehr tief in der Höhle. 630 Fuß ist jetzt nicht gerade wenig. Ja, gerade waren wir bei 3500, ne? Hm. Als wir abgestürzt sind, waren wir bei 91. Boah, und jetzt. Oh, das könnte Arme. Ich nicht. Ja, doch, ist schon 2 Meter da vorbei. Ja, gut. Was sieht ihr da? Los, Lieutenant! Hä? Keine Ahnung. Ah! Na, Reese. Shit! Ist voll blau. Tritt ihr ins Gesicht. Danke. Guten Flug. Bitte, aber jetzt kriegt sie Flügel und kommt wieder hoch. Roshi, Moshi, Loshi, Toshi. Okay, Mo. Verdammt. Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. Jetzt aber los hier. Ob du es geschafft hast oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Oder wenn das Licht angeht. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Hm.
Noch bei mir, Kumpel? Hier sind zwei lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Mailman 2-1 an Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier spricht Coyote 2. Bestätigen. Event wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Warten. Over. In 5 Stunden. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben's echt geschafft! Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Oh, oh. Nein, nicht nochmal. Spare me over till another year. Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me till another day? The children prayed, the preacher preached. Time and mercy is out of your reach. Till another year. I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see. This very hour, come and go with me. In death I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim.